Herzlich willkommen hier auf der LearnTech 2014 in Karlsruhe. Bei mir der Mazarat. Sie haben was Neues mitgebracht zur LearnTech dieses Jahr. Was haben Sie mitgebracht? Wir haben ein automatisiertes Aufzeichnungssystem für Vorlesungen, Seminare, für Veranstaltungen aller Art mitgebracht, was vor allen Dingen die Automatisierung in den Vordergrund stellt, wobei man die Automatisierung, wenn was schiefgehen sollte, auch wieder korrigieren kann. Das heißt, es ist durchaus beeinflussbar, aber zunächst einmal läuft es in sich selbst schlüssig, das Produkt. Das ist richtig. Die Bedienoberfläche ist wirklich ganz, ganz einfach. Es wird nicht gezeigt, was alles möglich ist, aber Sie können es ganz einfach bedienen und das, was Sie wollen, auch wirklich tun. Wunderbar. Wie wichtig ist für so eine Produkteinführung die LearnTech? Wie kommen Sie hier mit Ihren Kunden, mit den Partnern zurecht? Es ist für uns ganz, ganz interessant. Wir waren im letzten Jahr zum ersten Mal hier und haben zwei große Abschlüsse hier oder durch den Kontakt hier schließen können. Und wir sind voller Hoffnung, dass es so weitergeht. Drücke natürlich die Daumen. Wo geht es denn generell hin? Was sind so die Trends in der Branche? Was sind Ihre Visionen? Was haben Sie so vor in den nächsten Jahren? Es kommt darauf an, inwieweit die Vernetzung vorankommt. Also ich spreche von Learning Management Systemen, ich spreche von unserem System, Aufzeichnungs- und Livestreaming-Systeme. Diese Dinge müssen weiter zusammengeführt werden. Derart, dass Aufzeichnungen beispielsweise automatisch in die Learning Management Systeme eingestellt werden können, sodass es eigentlich seamless ist, auf Neudeutsch, also übergangslos ist für den Anwender. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und freue mich sehr auf das Produkt. Dankeschön.